Am 6. Juni fand der bundesweite Aktionstag Ich stehe auf, ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt statt. Die Nils-Stensen-Schule in Schwerin beteiligte sich mit ihrem selbstorganisierten Projekt. Rund 750 Schülerinnen und Schüler versammelten sich am Morgen auf dem Karl-Liebknecht-Platz. Wir wollen uns für Demokratie und Vielfalt einsetzen. Das ist ja in der heutigen Zeit und gerade in der aktuellen Situation in Deutschland sehr wichtig. Und die Schüler wollten das von sich aus. Und das unterstützen wir natürlich als Schule besonders gerne. Rund 20 Schülerinnen und Schüler haben das Projekt zum Aktionstag organisiert. Die Jugendlichen hatten 4 Wochen Vorbereitungszeit. Unsere Schule legt viel Wert auf Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, und das auch zu lernen. Und ich glaube, die Zeiten könnten nicht brisanter sein. Wir haben europaweit erstarken Antidemokraten. Wir haben Angriffe auf Kommunalpolitiker hier in Schwerin, aber auch bundesweit, Matthias Ecke oder Franziska Giffey. Und es herrscht auch immer noch Krieg in der Ukraine, was auch viele Schüler beschäftigt. Und das eben zeigt, dass Demokratie eben nicht selbstverständlich ist und wir uns dafür einsetzen müssen und dafür kämpfen sollen. Die Europawahlen sind in diesem Jahr zum ersten Mal für 16- und 17-Jährige. Gegenstand des Unterrichts sind das Wahlverfahren und die einzelnen Parteien. Den Jugendlichen ist es wichtig, ihre Stimme abzugeben. Also mir ist es sehr wichtig, weil ich der Meinung bin, wenn ich nicht wählen gehe, ist es eine Stimme für die Partei, die es eben nicht werden soll. Und ich finde es sehr wichtig, wählen zu gehen. Die Europa- und Kommunalwahlen finden am 9. Juni statt.